Wir sind wieder in der Region Sonthofen unterwegs und hier gibt es einige Hochmoore. Und eines wollen wir heute mal besuchen, das ist das Tiefenberger Moos bei Ofterschwang. Da gibt es einen Rundweg, der ist 6,6 Kilometer lang und den wollen wir heute mal wandern. Nach unserer Wanderung durch das Moor sind wir wieder in Fischen angekommen, haben unser Wohnmobil auf den Stellplatz hier abgestellt. Hier haben wir schon mal 2 Nächte übernachtet und kennen den also von daher sehr gut. Und jetzt haben wir unsere Fahrräder geschnappt und sind damit zum bekannten Eichhörnchenwald gefahren. Die anderen sind schon vorgefahren und ich irre hier gerade durch den Wald und suche nicht nur die Eichhörnchen, sondern auch die restlichen Familienmitglieder. Mal sehen, ob ich jetzt fündig werde. Okay, ich habe die anderen gefunden und die haben auch bereits ein Eichhörnchen gesehen. Ansonsten gibt es hier nur Raben und ja, Familien mit Kindern, die hier zwischen den Bäumen herumirren und Eichhörnchen suchen. Ich glaube, die Eichhörnchen haben einfach keine Lust mehr auf die ganze Aktion. Nun denn. Heute ist leider schon unser letzter Tag der Allgäu-Reise und wir haben uns schon mal auf den, ja, in Richtung Rückweg begeben ins Westallgäu. Im Hintergrund hört ihr den typischen Allgäu-Sound, eine Mischung aus Wassergeplätscher und Kuhglockengebimmel. Und wir sind hier auf einem Wanderweg beim Eistobel, in der Nähe von Isny.